Das Begrüßungskomitee. Vielleicht lernen wir neue Glupsis kennen. Neue Gugkügelchen. Ach ja, und ihr wolltet ja, dass wir 100 haben. Gucken wir mal, ob wir hier schon 100 haben. Wir haben 94. 6 fehlen noch. 6 Bällchen fehlen noch. So, bitte Schuhe abputzen. Immer sehr wichtig. Immer sehr wichtig. Gucken wir mal. Wir haben hier ein riesengroßes Rad. Und, oh, da sind Luftballons. Ich hoffe, das zermatscht mich nicht. Da ist das Rohr. Und da ist auch noch was. Es gibt ein geheimes Entsorgungsloch hier unten. Es ist gut zur heimlichen Entsorgung ungewollter Besucher geeignet. Nutzbesuch, der Schildemacher. Hier können wir also jemanden loswerden. Und Gipfvater, hab noch einen schönen Abend. Und danke, dass du hier warst. Nein, nein, Madonna, ist alles gut. Ich kann sowas komplett nachvollziehen, warum ihr sowas fragt. Das ist ja auch irgendwie weird, ne? Sie lassen nur genau geprüfte Gubälle auf die Hauptinsel. Man kann heutzutage nicht vorsichtig genug sein. Vor allem, da sich die Energiequellen für die gesamte Welt hier irgendwo auf der Insel befinden. Aber versuche nicht, den porösen Keilriemen zu zerreißen. Es scheint, als bestünde er aus stark beanspruchten Gu. Der ungebundene Schildermaler. Das ist wahrscheinlich dieser Keilriemen. Also ich kann mir vorstellen, dass das halt so ein bisschen hoch muss. Diese Ballons sollten zur Unterhaltung und Entspannung dienen. Nicht um Sicherheitssysteme zu umgehen. Es ist zu unserem eigenen Wohl. Der Schildemaler. Ja, ja, zu unserem eigenen Wohl. Das geht schon mal nach oben. Freedom Scraper 3000. Kriege ich den denn nach oben? Also hiermit kann ich nichts anfangen. Ich kann nur dieses Ding nach oben nehmen. Klasse. Es wird schon mal angesaugt. Sehr gut. Du bist schon die ganze Zeit am Essen. Ich hoffe, es schmeckt auch. So, wir ziehen einfach mal die ganzen Bälle nach oben. Ja, es ist ein bisschen beansprucht. Hoffen wir, es geht gleich weiter. Und... nein! Nein! Meine Gus! Meine Gubälle! Oh Gott! Ein paar sind leider hier unten gestorben. Ich weiß nicht, ob ich die jemals wieder zurückbekomme. Wir müssen 30 hier rüberbringen. Tu mal die Luftballons nach unten. Komm runter. Und Chitwear, also es kommt halt voll drauf an, was du irgendwie für so einen Lebensstandard hast. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt 5 Autos hast und was weiß ich, sonstigen Kram, könnte ich mir das schon schwerer vorstellen. Aber wenn man das nicht gerade braucht, geht schon. Es sieht nicht nach 30 aus, doch, ganz sicher. Es sind 30. ich werde nur erstmal die grünen, die kann ich ja später noch verwenden. Erstmal alle nach unten packen, in der Hoffnung, dass es... dass sie aufhören damit. Die grünen Nerven. Ich muss ganz kurz neu starten, es tut mir leid. Ich habe gemerkt, ich brauche mehr Luftballons. Ich muss sie schnell um die Ecke bringen. Kommt mal alle her. Also wir müssen mehr von euch nach oben schaffen. Ich krieg kaum was zu essen hier. Ja, ja, also klar, Mods zum gesund ernähren ist natürlich so eine Sache für sich. Das klappt nicht unbedingt. Aber man muss halt Abstriche machen. Überall. Oh Gott, was habe ich getan? Ich habe vergessen, das Ding hier hochzumachen. Oh nein. Oh nein. Ja, die
gehen jetzt einmal außen rum. Zumindest so gut es eben klappt. Was ich davor beruflich gemacht habe, alles Mögliche. Also, ich habe jeden Job gemacht, den ich gefunden habe. Ich war im Online-Marketing tätig und ich habe auch mal studiert und so ein Kram eben. Wie gesagt, ich habe wirklich alles versucht. Ich habe auch in irgendwelchen Maschinenfabriken gearbeitet, als Putzkraft. Ich habe einfach alles gemacht. So. Wir kriegen die noch darum transportiert. Ob du was zu essen kochen kannst? Kannst du natürlich gerne machen, aber ich glaube, die Mods brauchen gar nichts zu essen. Die sind, glaube ich, gerne so ein bisschen auf Diät. So. Geht mal nach oben. Reicht das schon? Also ein paar werden schon eingesaugt. Die 30 haben wir voll. Wir gucken mal, wie viele wir hier noch rausbekommen. Hallo Evo. Ich habe hier unten noch ein paar Blupsis. Oh nein. Nicht so leicht, denen zu helfen. Nicht so leicht. So, komm mal wieder runter. Da unten sind noch ein paar. Die wollen auch gerettet werden. Nein, komm her. So, und jetzt müssen wir hier anfangen. Oh, ich habe keinen Grün mehr. Da ist noch ein Grüner. Der letzte Grüne. Wie viele kann er anziehen? Nicht so viele, hier sind ein paar mehr. Da ist noch ein Grüner. Ich glaube, es kommen auch immer mehr, oder? Nicht nach 0 Uhr füttern. Sehr, sehr wichtig. Und vor allem niemals waschen. Hallo, sitzt da. Der PC, er läuft wunderbar. Sehr, sehr leise. Er macht genau das, was er soll. Jetzt komm her, guck mal. So viel Gu. Und das muss natürlich jetzt auch alles nach oben. Komm her, Gu. So. Das sieht doch wunderbar aus. Und dann können wir den hier auch noch einsaugen lassen. So, 45. War gar nicht mehr so schwierig. Ob ich wieder 100% gesund bin? Also, ich habe die Antibiotika genommen und dann ging es mir besser. Also, ich würde schon sagen, ich bin wieder gesund. Jetzt haben wir auch die 100 erreicht. 100 extra Gu-Bälle. Hier ist der Beweis. Wir haben sage und schreibe 109 extra Gu-Bälle. Mhm. Die Schönheitsschule. Oh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier gleich hochsteigen werden. Zu ihrem Kopf. Was man da wohl lernen wird. Ab dich, Lord Helmchen. Oh, ein Kopf? Interessant. Interessant. 16 Bälle müssen wir retten und hier unten ist das Rohr. Und Codemaster, hallo. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Gu im ganzen Land? Der Schildermaler. Ich habe die Vermutung, dieser Ball muss hier runter. Irgendwie. Ein rotes Rohr. Es scheint sehr exklusiv zu sein. Nur bestimmte Arten von Gu dürfen passieren. Der Schildermaler. Ich muss erstmal das Ding hier wegbekommen. Aber wie? Ich kann kaum etwas machen. Oh, wir könnten natürlich... Wir müssen ganz, ganz groß aufpassen. Das Ding hier muss nämlich weg. So. Und Kabrim, hallo. Nein. 6,5 Stunden später. Aber wir können ja mal gucken, was wir sonst noch mit dem Ball hier anstellen können. Vielleicht gibt es ja... etwas, was man tun kann. Vielleicht sollte man einfach nur dem Rätsel folgen. Nein, nein! Ich habe
außersehen meine Luftballons verloren. Ups. Ach, ganz viele. Ach so. Dafür war dieses Ding also gedacht. Ah. Ja gut. Ja gut. Der Grüne geht da nicht rein. Ups. War gar nicht so kompliziert, wie man dachte. Madonna, warum fühlst du dich denn schlecht deswegen? Du musst dich überhaupt nicht schlecht fühlen. Das ist doch kein Grund, sich schlecht zu fühlen. Jeder so, wie er kann und möchte. Es gibt überhaupt keinen Druck. Und halt der Pommes. Das wurde wohl aus diesem Goo gemacht. Ach, Gesichtscreme. Das schmiere ich mir also ins Gesicht. Wow. Gut zu wissen. Dann gibt es Vulkanheilbad und Hochsprung. Gucken wir erstmal, was Hochsprung ist. Es ist kein Bug. Es ist ein Feature, stand da, glaube ich. Oh. Wo sind denn alle hin? Der Schildermaler. Bist du erleichtert, dass du keine Gesichtscreme nimmst? Das ist sehr erschreckend. So, eins. Oh nein, oh. Wir haben erst einen von sechs. Ich glaube, ich muss da so eine ganz lange Linie bauen. So funktioniert das nicht. Also hier ist mal so ein kleiner Blopsi. Und hier auch. So, und jetzt saugt er. Man sollte ja nicht so am eigenen Ast graben. Also erstmal einer rein. Der scheint relativ wichtig zu sein. Kann ich hier einen rausnehmen? Ja, kann ich. Zwei. Drei. Und jetzt müssen wir von unten gucken. Oh je. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Alle bis auf den letzten. Eine bleibt immer zurück. Du findest die Pfeife. Goo-Bälle sind von ihrer Musik fasziniert. Das war wirklich kein so schweres Level. Gucken wir mal, was die Pfeife kann. Lerne wie. Das sieht super stabil aus. Ist das die Pfeife oder ist das einfach nur ein Rohr? Sind die Goo-Bälle wirklich so klein? Sie scheinen dem Pfeifen zu folgen. Eines Tages, wenn sie eine DVD ihrer Abenteuer veröffentlichen, wird eine der Goo-Bälle vielleicht sagen, wir haben die Moves und du hast den Groove. Der klassisch veranlagte Schildmaler. Wir brauchen diese Bälle hier. Mit den schwarzen kann ich nichts bauen. Und die schlafen. Ach, ich kann hier so singen. Ich kann so zwitschern. Kommt hier hin. Alle hier hin. Und jetzt wieder zurück auf die andere Seite. Wie süß. Und jetzt könnten wir hier so einen Tropfen machen, der alle anderen einsaugt. Kommt her. Hierher. Alles schön nach unten. Schön nach unten. Kommt, kommt. Er kommt. Ja, los. Hier unten. Sehr gut. Ja, ich glaube auch, ich habe jetzt einen Vogel. Einer, der auf Knopfdruck zwitschert. Nicht mehr weit, aber wir müssen als nächstes doch das Vulkanheilbad machen. Weil die Pfeife führt uns nicht weiter. Ich frage mich nur, ob wir jetzt immer den Skill haben. Nee, leider nicht, glaube ich. Da hängt schon wieder jemand fest. Doch, ich habe jetzt immer den Skill. Ich kann jetzt immer zwitschern.
Jeder ist willkommen. Das müssen sie jedenfalls sagen. Aber wenn sie so aussieht, kommt sie nie rein. Es gibt eine andere Röhre dort oben, die ihr gefallen dürfte. Der Schildermaler. Also müssen wir erst nach oben. Heiße Quellen. Würde ich auch super gerne mal besuchen. Ich glaube, das ist voll schön. Ich kenne immer diese Bilder von diesen Affen, die irgendwie in diesen heißen Quellen hocken. Sieht so gemütlich aus. Eine sehr hübsche Blume. Ich frage mich, was wohl passiert, wenn man ihr näher kommt. Der Schildermaler. Na gut, dann versuchen wir das mal. Wir müssen nur erstmal diesen Ball irgendwie nach oben drücken. Ich habe ihn nur eingesperrt. Sehr gut. Ich glaube, so ganz, ganz leicht kann man sie ohne hochdrücken. Nie wirklich viel. Sie ist auch so schwer irgendwie. So, jetzt noch links. Vielleicht kann ich den auch verbinden irgendwie mit dem, mit der Kante hier. Scheint zu klappen. In Island oder eher in Japan? Ich glaube, die Quellen, die ich meine, sind die, die in Japan sind eher. Diesen Affen. Ich weiß nicht genau, wo die leben. Ich habe mich das auch nie gefragt, weil es immer so weit weg war und ich eh nicht das Gefühl habe. Nein! Dass das so schnell passieren könnte. Die Affen sind in Japan. Okay, gut. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass dieser Ball nicht verschwindet. Nein, oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Und so schlecht ist der Witz gar nicht. Fire kann den ja bewerten. Der kennt sich mit sowas aus. Aber ich finde ihn gut. Gucken wir mal, was die Blume macht, wenn wir sie jetzt berühren. Ah, noch nicht. Nächste Runde. Alles wird schwarz und löst sich auf. Oh. Ja, das war genau das, was ich machen wollte. Wir sollten diese Blume nicht berühren. Auf keinen Fall. Nee, 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 nee. Das war keine gute Idee. Ja, wir müssen die alle einzeln von da unten hochholen. Ich wüsste nicht, wie man es sonst macht. Noch nach links und dann vielleicht wieder... Ja, nach rechts und dann gleich wieder nach links und dann... Nein! Bleib hier. Ich brauche dich noch. Niemand hat gesagt, dass du gehen darfst. Wenn wir das so rechts und links von dieser Kante hochbauen, kann es vielleicht auch nicht umfallen. So. In meiner Vorstellung zumindest. Aber hier wird es ja auch gehalten durch das und hier durch das. Hoffen wir, dass es klappt. Ernsthaft? Ich habe mir ganz umsonst eine Mühe gemacht. Na toll. Och, das ist gemein. Och je. Das ist voll fies. Ich dachte, es hat nur so ein bisschen Schwung gebraucht. Na gut, dann bauen wir jetzt wieder nach unten. Kommt mit runter. Kommt, kommt, kommt. Berührt diese Blume nicht. Die Blume ist böse. Wir müssen nämlich jetzt zum Rohr hier durch. Ach, ich kann das auch einfach zerreißen. Dann fällt das auch alles runter. Warum nicht? Reißen wir es. Jetzt sind sie hier. Und wenn ich jetzt hier nach oben baue, wird noch nichts eingesaugt. Ah, mehr oder weniger. Jetzt vielleicht. Es saugt nicht so stark, wie es sollte. Ja, doch, jetzt funktioniert's. Mineria, danke schön. Und hallo Dani. Dankeschön. Warum das Raben-Emote existiert? Weil die Mods bezahlt werden und ich habe einen Raben, der das Geld immer für sie abholt. Und sie beschweren sich immer, dass es nicht ankommt, aber es kommt dann.
Jeder kriegt eine Münze am Tag. Der Rabe hat mir versprochen, dass sie es ausliefern. Aus dem Grund gibt es eben dieses Emote. Natürlich werdet ihr bezahlen. Der Rabe holt das jeden Tag. Jeden Tag. Immer eine Goldmünze. Ihr müsst euch ja was zu essen kaufen. Nein, nein. Die Salatblätter sind einfach nur das, was übrig bleibt.